euch auf der Reise unseres Lebens. Wir haben jetzt doch dem Oxley ausgeholfen. Er hat es ohne Spielbaum noch nicht mehr geschafft, ist immer zusammengefallen. Wir haben auch nur 4 Knoten Wind oder so und fahren 2 Knoten, also wir sind richtig langsam jetzt, wir stehen richtig. Aber mit dem Spielbaum steht das Segel zumindest wieder richtig da. Also wir kommen irgendwie voran, aber wir tuckern. Was will der von uns? Alter, haut der schwarz raus. Yo! Boah. Meinst du, der hat einen Rußpartikelfilter? Okay, wir haben doch aufgegeben. War wirklich nichts mehr zu machen, selbst mit dem Spielbaum nicht. Der Ochse ist auch nur noch rumgeflattert, wir hatten gar keinen Wind mehr. Und jetzt motoren wir. Hoffentlich nicht zu lange. Wir kriegen leider noch Info von der Wetterwelt, wie das Wetter wird. Und genau, hoffentlich kommt bald der Wind wieder zurück. Wir beginnen heute wieder mit unserer Mikroplastikmessung. Unseren selbstgebauten Filter lassen wir jetzt wieder rein für die nächsten 10 Seemeilen. Mal schauen, was heute hängen bleibt. Wow. Okay, nein. Vielleicht ist auch noch eine Boje. Dran, ja. Tatsächlich ist es echt nicht gut. So, das ist jetzt der dritte Tag, die dritte Messung. Wir haben wieder einige kleine Bröckchen. Also man muss sogar gar nicht so großartig suchen. Heute war es wieder ein bisschen weniger, was ganz gut ist. Hier. Aber wieder ganz ähnliche Teilchen vom Plastik her. Also sieht alles sehr ähnlich aus und hauptsächlich weiß. Wie genial! Delfine! Was macht ihr jetzt? Baden gehen. Es ist komplette Windstille und wir waschen uns jetzt mal wieder. Dann Tim und ich und dann Johnny und Vince. Ja. Die Mähne muss rein, Walli. War gut? Nice. Was für ein perfekter Tag wieder. Thank you.
Workout, ich sag's euch. Alter, du. Was? Der hat so Druck. Messer haben wir zum Glück hier. Boah. Grob. Aber das ist mit Blut angespritzt. Jetzt ist tot. So Sardinen im Kampf, ne? Der war ja mal krass hart zum Rausholen. Bei unserem Ofen, wir haben die Pizza drin, ist gerade einfach das innere Glas, also anscheinend eine Doppelverglasung. Das innere ist einfach zerplatzt. Kann man den jetzt noch benutzen? Nee, keine Pizza für die Segeljungs. Fuck. Digga, da ist unser Tuna drauf. Das ist der Vater Transatlantik. Wir haben die Segel wieder oben, der Motor ist wieder aus. Wir sind hart am Wind, was eigentlich relativ komisch ist. Also der Wind kommt jetzt so von schräg vorne. Aber wir sind noch genau auf Kurs, also das passt noch so. Mal schauen, wie er über Nacht bleibt. Aber wenn es so ist, ist es super entspannt und wir sind noch richtig schnell. Windy läuft. Die Wellen werden auch immer größer und gleichmäßiger. Genau. Sehr ruhig. Fette Wal. Was na? Da, hui! Come on, boy! Da. Noch einer! Das sind zwei! Zwei Boys! Fette. Was ein Gerät. Guten Morgen oder guten Tag zu Tag 5 der Überquerung. Richtig cool, der Windgenerator hat sich gerade abgeschaltet. Ne? Einfach nur, weil das Solar so stark lädt und die Batterien komplett voll sind. Trotz Kühlschrank, trotz Autopilot. Also das hätten wir wirklich nicht gedacht, dass es so gut geht. Da wir jetzt halt hart am Wind sind, hat er jetzt auch die ganze Nacht ganz gut Strom produziert. Und die Batterien schön aufrecht erhalten und jetzt reicht wirklich das Solar komplett aus, dass die Batterien komplett voll bleiben. Das ist echt eine große Sorge, die wir bei der Aira immer hatten, die jetzt einfach wegfällt. Mega angenehm. Und auch sonst hat der Tag gut gestartet mit diesen Walen. Die sind mehrmals aufgetaucht. Leider haben sie sich dann immer weiter entfernt vom Boot, aber ja, Tag 5 und jetzt schon wieder mehrere Wale gesehen, also ziemlich cool. Das ist die vierte Messung. Wir sind relativ schnell. Mal schauen, ob der Filter das aushält. Ja, rein damit. Und wieder ein guter Knoten langsamer. Mann, über den Knoten jetzt. Mann. So, wieder 10 Seemeilen später und ich hole ihn jetzt raus. Mal schauen, was wir diesmal wohl gefangen haben. Wir beschleunigen langsam. Die Wassermenge, die da durchläuft, ist richtig scheiße. Ja, ich glaube auch, dass der richtig scheiße ist, der Filter. Okay, Tag Nummer 4. Heute war wieder fast nichts, was ja sehr gut ist. Mal kurz zeigen. Nur diese drei kleinen Punkte da. Aber ich glaube auch, dass der Mikroplastikfilter ziemlich schlecht ist. Er filtert nämlich nur sehr wenig Wasser durch und wenn er voll ist und man hebt ihn hoch, dann braucht das Wasser, bis es durchläuft, ewig lang. Also die Filtermenge ist ziemlich schlecht. Vielleicht müssen wir mal was anderes ausprobieren. Aber wir sind auch wieder weiter weg von Afrika, heißt vom Festland. Vielleicht ist jetzt
gibt es auch deswegen auch weniger Mikroplastik im Wasser. Erst seit heute haben wir so richtig Welle bekommen. Die ganzen letzten Tage war das Meer wirklich spiegelglatt fast immer. Darum hatten wir auch gar keine Bewegungen. Jetzt ist das erste Mal, dass wir so ein bisschen auf und ab schaukeln, aber selbst das steckt die Avia noch richtig gut weg. Also wir sind super ruhig. Man kann auch noch Sachen auf den Tisch abstellen, ohne dass sie rumfliegen. Mal schauen, wie lange das so bleibt, aber mega, mega angenehm gerade noch. Wir haben hier wieder als Wetterbericht die Wetterwelt bzw. den Sebastian Wache. Die schreiben uns alle paar Tage eine Mail mit den neuesten Wetterdaten, geben uns so eine kleine Empfehlung, auch wo wir dann langfahren sollen. Und Tim sagt euch jetzt mal, was uns die nächsten Tage so erwartet. Noch ist alles relativ entspannt. Der Wind wird auch nicht viel stärker, so maximal bis 5 bevor. Was eigentlich ganz angenehm ist, da kommen wir gut voran. Morgen dreht ein bisschen mehr auf Rückenwind und wir drehen auch morgen den Kurs Richtung Barbados. Heißt, es ist nochmal viel entspannter dann. Aber am Wochenende, also in so vier, fünf Tagen, heute ist Dienstag, bekommen wir mehr Wind. Bis 30, 35 Knoten im Mittel, das ist nicht so cool. Wird auf jeden Fall ein bisschen anstrengender. Guten Morgen zum fünften Morgen und fast sechsten Tag jetzt, in dem wir auf See sind. Wir haben heute Nacht den Kurs geändert. 270 Grad, es geht jetzt direkt Richtung Westen. Wind ist gut, nicht zu viel, eher ein bisschen zu wenig. Kommen aber sehr gut voran. Hatte heute Nacht über mehrere Stunden hinweg einen 9er Schnitt. Also, der lässt sich sehen. Dementsprechend sind wir jetzt auch weit gekommen, haben noch gut 1950 Seemeilen vor uns. Das ist schon nochmal richtig weit. Mal schauen, es ist noch eine Ecke. Es dauert noch ein paar Tage. Wir haben gerade die normalen Segel runtergemacht, den Motor angeschmissen. Und setzen jetzt wieder den Oxley, also nur den Motor angeschmissen, dass wir kurz Fahrt haben. Wie bitte? Ja. Und da steht da Dingen. Wir hatten nur noch so höchstens 10 Knoten Wind. Und wir haben gedacht, wir holen ihn wieder raus. Wir waren von der Nacht ein bisschen verwöhnt. Da haben Tim und Walli anscheinend einen 9er Schnitt während ihren Wachen gefahren. Auch bei mir ging es gut voran. Jetzt sollten wir auch wieder richtig schnell sein mit dem Ding. Reling hat es zerfetzt, weil Schot vom Oxley da halt immer dagegen gedrückt hat. Ist da leider die Öse abgebrochen. Richtig gut schnell bei 8,8 Knoten Wind, 8,4 Knoten Fahrt und ich kann ein Buch lesen.
kuschelig. Besser getrimmt geht nicht. Ja, wir überlegen gerade, ob wir den Ochsle für die Nacht runter machen, weil wir doch viel Wind haben und der Autopilot macht so ein bisschen Faxen, beziehungsweise er lässt sich mal so stark anrufen. Dann fahren wir mit normaler Besegnung wahrscheinlich in der Nacht. Ja, genau. Der Schlauch kommt nicht runter, Tim. Das war gerade nicht so spaßig. Viel Wind gehabt. Ja. Wir haben, ich glaube, so knappe 20 Knoten gehabt. Ja. Hat mir auch wehgetan ein bisschen. Ich habe die Leinen zu lang festgehalten. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben gedacht, wir kriegen ihn leichter rein, wenn wir ihn frontal fliegen lassen. Also wenn wir genau auf Downwind-Kurs gehen. Und aber wir waren eigentlich auf dem Halbwind. Ja. Und wir hätten ihn auf dem Halbwind lassen sollen, weil wenn du dann die Schot sausen lässt, dann klappt er zusammen, weil dann passt er nicht mehr. Aber so lässt du beide Schoten sausen und er fliegt einfach nur hoch und hat trotzdem noch genau die Angriffsfläche. Kraft, ja. Und dann verändert sich der Winkel und man zieht runter, um den Schlauch runterzukriegen und der fliegt aber so vor und dann geht es gar nicht mehr. Darum konnten wir den Schlauch nicht drüber machen. Also, Tipp für euch, macht's nicht so wie wir. Ja. Aber ist gut, jetzt wissen wir es, dass man es nicht so machen soll, weil sonst ist eben kein Problem. Das war jetzt immer der Fehler. Prost. Sechster Tag endet, langsam gehen unsere frischen Sachen auch zur Neige. Ja, Kartoffeln und so haben wir zwar noch, aber das ganze frische Gemüse und Obst neigt sich dem Ende. Aber nicht so wild, wir kommen jetzt trotz der Genua doch gut voran. 6 bis 7 Knoten fahren wir und es ist super entspannt, das ist glaube ich gar nicht schlecht, wenn wir mal eine Nacht wieder so sehr entspannt schlafen. Gestern war auch ein bisschen ruppig, da hatten wir viel Wind und halt Halbwind. Und das war's mit diesem Video. Wir sehen uns dann morgen wieder und genau, gutes Nächtle.